Die beste Nachricht vorneweg, das Red Carpet 2013 findet wieder statt. Und das kann natürlich nur stattfinden, wenn wir ein entsprechendes Team haben. Deswegen sitzen wir heute auch in so einer Vielzahl von Leuten hier. Ich möchte gerne der Reihe nach vorstellen. Links an sitzend Robert Achhammer, Leiter des Jugendhauses hier, Stadtjugendpfleger und Leiter des Red Carpet Festivals. Daneben Roman Liebel, bayerische Schreibweise, also L-I-E-B-L, zuständig für Bands und Backstage. Dann Bastian Gehrbeck, unser zuständiger Mann fürs Gelände. Mein Name ist Johannes Becher, ich bin Jugendreferent der Stadt Moosburg und Leitung Bar. Zuständig für den Getränkeverkauf und die Einhaltung des Jugendschutzes. Okay. Dann Eike Morgenstern, Mitarbeiter bei der Stadt Moosburg, Leitung und Bands. Und als nächstes Dominik Ertl. Er ist zuständig für Design. Dann haben wir Silvian Wenig, zuständig für Presse und PR. Dann Bernhard Rodeck, zuständiger Mann für Bühne. Dann haben wir den nächsten schwierigen Namen. Also Pina Ayikös, unsere zuständige Frau für Backstage. Und Baddienstlerin bei den Magerungsfrau. Unter anderem, genau. Und Daniel Kuttner. Er ist zuständig für Gelände. Der Hintergrund auch, warum unsere Köpfe, also wir haben sogar noch zwei Positionen mehr, aber wir wollten einfach auch deutlich machen, auf wie vielen Schultern, verantwortlichen Schultern dieses Festival getragen wird. Und man sieht ja schon an der Besetzung der Leute, bis auf die beiden hauptamtlichen Leitungen, seien es lauter junge Menschen, die das Festival verantwortlich mitorganisieren. Und deswegen war uns das wichtig, dass wir das dann für die Öffentlichkeit darstellen. Und deswegen sind wir halt ohne doch. Gut, dann werde ich vorne weg. Gleich mal sagen, dass die Grundstückssuche sich ja sehr langwierig gestartet hat. Wir haben ja da jedes Jahr, suchen wir nach einem Grundstück. Wir waren im letzten Jahr in Moosburg-Degerpoint und dieses Gelände ist inzwischen bebaut, sodass wir ein neues Gelände gesucht haben und gefunden haben, nämlich genau gegenüber von unserem alten Grundstück, also immer noch in Degerpoint. Und an der Stelle möchten wir ganz herzlich danken, Herrn Manfred Reichholf. Es wird am 5. und 6. Juli 2013, ich habe den Termin noch gar nicht gesagt, stattfinden. Es ist wieder ein Freitag und ein Samstag, also Freitag Nachmittag bis 2 Uhr in der Früh und Samstag dann wieder ab Mittag. Unser Festival ist einzigartig fast, weil ich weiß, ich habe uns in Bayern zumindest, wir dürfen ab 14 Jahre die Jugendlichen reinlassen, also eine Jugendveranstaltung ist. Wir, die 14-Jährigen dürfen auch uns bis 0 Uhr bleiben oder bis kurz nach 0 Uhr. Also im Jugendamt haben wir uns immer darauf geeinigt, die dürfen so lange bleiben, solange die Bands springen. Die Jugendlichen, die über 16 sind, die dürfen bis zum Schluss bleiben bis 5 und 2, die dürfen auch bis einen Campingplatz rein. Und das unter 16 ist kein Camping erlaubt bei uns. Dürfen wir den Campingplatz nutzen, weil wir nicht wollen, dass die danach und mitten in der Nacht irgendwie eine kilometerlange Heimreisewege völlig K.O. oder durchgeschützt und so weiter, beziehungsweise auch angekommen, das kann alles mal passieren. Gleichzeitig mit dem nächsten Dampf noch raus haben, an die in 2012 ca. 60 ehrenamtlichen Helfer, weil zum Großteil noch Jugendlichen ab 14 Jahren, die bei unserem Festival quasi tatkräftig mitwirken, die die Bauzäune schleppen, die die Wasser-, Stromversorgung, Bühnenaufbau, Bühnenabbau, Aufräumen, vor allem das langwierige Aufräumen des Campingplatzes am Sonntag mit Müllentsorgung und Trennung und so weiter durchführen. Das ist eine Riesensache. Ich kann nicht genau sagen, wie viele Helfer wir heuer haben, eben weil wir das Grundstück ja erst seit 2-3 Wochen jetzt in Aussicht haben. Im selben Preis wie im vergangenen Jahr. Im Vorverkauf wird das Ticket 20 Euro kosten. Der Vorverkauf wird circa gestartet ab Mai. Spätestens um Mai, wenn man es näher muss, natürlich hier.
die Abendkasse, der sich nicht im Vorverkauf traut, weil das Wetter wird, die muss dann in der Abendkasse das Wochenende ein bisschen mehr bezahlen. Die kostet dann 25 und wenn man einen einzelnen Tag zu Besuch kommt, kostet 15 Euro. Das waren die Preise so wie letztes Jahr. Die wollen wir wieder halten. Was wir ein bisschen neu dazu gemacht haben, was uns einfach mit meiner Selbstentsorgung und das Aufwand sehr, sehr groß ist, dass wir fürs Camping einen Eintritt bezahlen müssen. Machen wir keinen Müllpfand, weil wir versuchen, die Leute ja mit unserem Frühstücksteam und so weiter wieder zum Selbstmüllentsorgen aufrufen, weil es halt nicht zu 100% klappt, den Rest machen wir bei mir. Aber es ist sehr viel kostet. Wir haben ja 4 Euro fürs 2 Tage Zelten verlangt. Ich denke, hier ist kein großer Betrag, wir können uns nicht leisten, wo das nutzen wollen. Wir mischen ja immer die Genres ganz schön. Mittlerweile machen wir es so, dass wir am Freitag eher die Klänge, die vielleicht der breiteren Masse zugänglich sind, haben. Und am Samstag gibt es in unserer Sprache ein bisschen auf die Fresse. Wir wollten eigentlich gar keine Bands nennen, aber wir haben jetzt die 2, die wir nennen wollen. Die anderen, die wollen wir dann ab sofort täglich auf Facebook und auf der Website veröffentlichen. Also jeden Tag eine Band. Da sind richtig coole Große dabei und richtig coole Kleine. Am Freitagabend haben wir als Headliner eine österreichische Wiener-Truppe, die nennen sich die Vermummten. Am Samstag, wie gesagt, die Band, die wahrscheinlich sogar am meisten auf die Fresse hat, kann ich auch schon nennen. Die nennen sich Nasty. Wir würden noch ein paar Non-Food-Stände suchen, also die nicht mit Essen zu tun haben, da wir da unseren lokalen Anschluss über die Jahre haben. Getränkestände gehen natürlich auch nicht, weil wir wollen mit unserer Bar natürlich etwas Umsatz machen, wir müssen auch was reinholen. Daher Non-Food-Stände können sich gerne dann Jutz telefonisch und per E-Mail bewerben. Ja, bei mir. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es ohne die ehrenamtlichen Helfer, ohne die Unterstützung der Stadt Moosburg, auch ohne die Unterstützung vom Roten Kreuz, die wir wieder dabei haben, ohne die Unterstützung vom Städtischen Bauhof, die uns die Maschinen zum Beispiel leihen, und auch natürlich, wie du es richtig angesprochen hast, ohne die Unterstützung von den Sponsoren nicht möglich ist, so ein Festival zu organisieren. Und daher an all diese Einrichtungen vielen, vielen Dank. Als Hauptsponsor möchte ich nennen das Hofbräuhaus Freising, die jetzt auch schon, glaube ich, das dritte Jahr unser Sponsor sind. Dann haben wir die Firma MFG Media, wir haben den Flughafen München dabei, wir haben Citrin Solar, wir haben die ein oder andere Moosburger Gaststätte. Die Gaststätte zum Hirsch hat schon zugesagt, das kann ich schon versichern und wir werden noch einige mehr haben. Wir sind natürlich auch gerade in der Akquise und hoffen noch den einen oder anderen Sponsor zu finden. Die wird man dann auch finden bei uns auf der Homepage, bei uns auf dem Plakat. Vielleicht den einen oder anderen auf dem Feuerzeug, das wieder das Pfandmackern sozusagen ist, den einen oder anderen auf dem Band oder in einem Banner irgendwo im Gelände. Und bedanken uns da an dieser Stelle ganz herzlich. Gut, damit wären wir mit uns.